viele Equiden gibt es in der Schweiz? Zur Familie der Equiden gehören zum Beispiel Pferde, Ponys, Esel, Zebras und deren Kreuzungen. Aktuell gibt es mehr als 100.000 Equiden in der Schweiz. Vergleicht man dies mit den Zahlen über die letzten Jahre, wird deutlich, dass die Anzahl an Pferden gestiegen ist. Aber wo leben unsere Equiden in der Schweiz? Auffallend ist, dass die Kantone Bern mit ca. 19.000 und Zürich mit rund 12.000 am meisten Equiden beherbergen. Ansonsten sind die Equiden relativ gleichmäßig über die gesamte Schweiz verteilt. Und wussten Sie, dass viele verschiedene Equiden der unterschiedlichsten Rassen in der Schweiz leben? Insgesamt gehören die in der Schweiz lebenden Equiden rund 180 verschiedenen Rassen an. Ein großer Anteil davon bilden die Warmblutartigen mit 40%, gefolgt von Ponys und Kleinpferden mit 25% und den Freiberger Pferden mit 17%. Esel und Maultiere sind mit 8% und Vollblutartige mit 4% weniger verbreitet. Aber auf welchen Betrieben werden diese vielen unterschiedlichen Equiden gehalten? Im Jahr 2016 betrug der Anteil von auf landwirtschaftlichen Betrieben gehaltenen Equiden 72%, mit einer durchschnittlichen Anzahl von rund 7 Equiden pro Betrieb. Im Vergleich dazu hat der Anteil von auf nicht landwirtschaftlichen Betrieben gehaltenen Equiden in den letzten Jahren deutlich zugenommen und betrug 2016 28%. Durchschnittlich werden ca. 4 Equiden auf diesen Betrieben gehalten. Und wie sieht es mit den Haltungssystemen aus? Die neuesten Zahlen zeigen, dass der Anteil Equiden, die in traditionellen Haltungssystemen gehalten werden, wie zum Beispiel Innenboxen, stetig abnimmt. Vermehrt werden moderne Aufstallungssysteme wie Auslaufboxen und Gruppenhaltungsanlagen nachgefragt. Die meisten Equiden in der Schweiz heutzutage werden nicht nur in den klassischen Disziplinen wie zum Beispiel Springen, Dressur, Concours Complet oder Fahren benutzt, sondern auch vermehrt in vielfältigen und facettenreichen Disziplinen. Beispielsweise für Ausritte, Bodenarbeit und Spaziergänge an der Hand. Übrigens werden immer mehr Equiden gebisslos und barhof geritten. Außerdem werden einige Equiden für die Zucht eingesetzt. Vor allem der Freiberger als einzige Schweizer Pferderasse hat hier einen hohen Stellenwert.